Hey Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück zu Deponia Doomsday bei Deponia der kompletten Reihe hier auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge haben wir mitgekriegt, dass wir in einer Zeitschleife festhängen mit verschiedenen Zeitresets. Horus hat jetzt einen White Key, den er offenbar zu einem roten Red Key machen muss. Und wir haben eine Echsenhaut und sind jetzt auf der Chill-Out-Zone. Wir haben hier Tiere zum Streicheln und das ist so niedlich und ich speichere erst einmal. Und dann gucken wir mal, was ich hier alles so Feines machen kann. Auf jeden Fall müssen wir auch noch zum Ältestenrat versuchen, dort wieder, erstmal zu sagen, hier Freunde, nee, wir können hier nicht viel machen, wir müssten bitte mal dafür sorgen, die Deponia zu retten. Also gucken wir mal, was wir hier alles so entstehen können. Hier eine Klappe. Alles hier erinnert mich an Go. Dabei habe ich sie ja streng genommen noch gar nicht kennengelernt. Können hier eine Dataset reinmachen. Ein Streichelzoo. Puh, Bedürfnisse haben die Leute. Warum sind die Küken da so komisch? Ein Streich. Okay. Wolpertinger Generator. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe schon so eine dumme Ahnung, was hier passieren könnte. Was für eine Weichbirne. Gibt es denn hier keine richtigen Verantwortlichen? Die Ältesten sind sonst wo und ich kann den Ältestenrat wahrscheinlich nur einberufen, wenn alle da sind. Das teste ich mal aus. Machen wir es speichern. Ich meine, mehr als was falsch machen kann ich ja nicht, ne? Gehen wir mal zum Ältestenrat als erstes. Bin ich hier richtig? Ich wollte zum Ältestenrat, nicht zu Betreutes wohnen. So, wir haben hier eine Bar. Drink. Bällebad. Kissen, wo nichts ist. Und der älteste Katre. So eines hatte ich mal im Keller angelegt. Eine meiner wenigen Ideen, die Toni auch total lustig fand, bis die Schlangen geschlüpft sind. Oh Gott. Igitt, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Das ist gut. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, meine Innentaschen zu waschen. Nicht alles wird Im Grunde gilt das nur für Pudding, Huhn und vielleicht noch Muskelgewebe. Nanu, Toni hatte recht. Nicht alles. Ich muss mich... Nicht doch. Ja, was kann ich mit dem... Okay, rechts geht's nicht weiter. Ach, Leselampe, nicht Laserlampe. Was für eine Enttäuschung. Ach, Obus. Die Cocktails hier sind ganz anders als bei Lonzo. Ich vermisse zum Beispiel die Stückchen. Soweit. Die Cocktails hier sind... Da schwimmt tatsächlich bereits ein bisschen Haut oben drauf. Oh. Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, meine Innentaschen zu waschen. Nicht solange er im Dienst ist. Na dann reden wir mal mit Katre. Wir kommen hier nirgendwo weiter, ne? Hey, du, aufwachen! Ich bin wach! Ich muss unbedingt beim Ältestenrat vorsprechen. Gerne! In einer Woche haben wir wieder unsere administrative Zwischensitzung mit Mondzipfeln. Vergiss nicht, eine Kuchengabel mitzubringen. So viel Zeit habe ich nicht. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ich brauche die Audienz heute. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Aber... Oh, ich hatte schon 9.999. Ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand... Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ja,
Auf Elysium ist wirklich ein Tag wie der andere. Einfach herrlich. Ich spreche hier aber von einer temporalen Anomalie. Das Gefüge von Raum und Zeit ist am Zerbröseln. Damit kenne ich mich leider nicht aus. Meine Verantwortungsbereiche sind Protokoll führen und Gebäck bereitstellen. Vielleicht solltest du nächste Woche mal eine Audienz beim Ältestenrat machen. Idiot. Du musst das Hochboot aufhalten. Das kann ich nicht entscheiden. Aber ich könnte dir als Trost einen extra Streuselplunder zum Frühstück bringen lassen. Nee. Wobei, geht das auch heute? Nein. Ach, doppel auch nee. Ich kann beweisen, dass Deponia bewohnt ist. Wirklich? Das wäre zwar schade um meinen I Love Utopia-Schal, aber deshalb nicht weniger sensationell. Offenbar nicht sensationell genug, um deinen Breiarsch aus der Hängematte zu bekommen. Genau. Wenn deine Geschichte stimmt, wird das Inspektionsteam das in wenigen Wochen bestätigen. Und so lange kann ich noch an einem Sorry Deponianer, dass wir euch beinahe ausgerottet hätten, Schal arbeiten. Echt jetzt? Ich bekomme keine 10.000 Spaßpunkte zusammen. Geduld. Wir haben den Wert extra so hoch angelegt, dass es unmöglich ist, ihn an einem Tag zu erreichen. Aber es gibt nur diesen einen Tag. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Du meinst, dein Punktekonto wird gelöscht? Ja, genau, ja. Dann sollten wir den Computerkern überprüfen. Ich schicke jemanden. Na endlich. Gleich morgen. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job. Was? Hier nicht den Stecker rausziehen. Warte mal, kriege ich der Leselampe? Bilde ich mir das ein oder sind die Bälle gerade noch ein Stück wachsiger geworden? Bilde ich mir das ein? Das ist auch so schon wachsig. Vielleicht. Den Drink vielleicht in die Lampe? Man braucht keine Leselampe, um hierin das Potenzial für ein furioses Rufus-Manöver zu erkennen. Die Echsenhaut vielleicht drauf? Man braucht keine... Manu. Das ist ja doof, ne? Wir kommen jetzt noch auf den Fahrstuhl. Cocktails können wir hier dann ständig machen. Immer nur die Leselampe. Wenn wir den White Key aber vielleicht hier rauflegen und dann jetzt mit Plastikbällen wachsen. Dafür brauche ich nur meine Finger und mein musikalisches Talent. Okay, dann halt nicht. Ja, dann gehen wir wieder zurück in die Chill-Out-Zone. Dann reden wir mit den nächsten Ältesten. Und dann... ich weiß nicht, ob wir mit dem Wallpartiger Generator arbeiten sollten. Ne, ältester Dö, komm. Was sagst denn du hierzu, hä? Boah, jetzt geht er wieder auf die andere Seite. Ich krieg die Krise. Bist du einer von den Ältesten? Ja. Aber gib dir keine Mühe. Der Ältestenrat tagt erst wieder in einer Woche. Es sei denn, jemand gewinnt die 10.000 Spaßpunkte aus dem Funzone-Wettbewerb. Aber die Aktion ist gerade erst gestartet und an einem Tag nicht zu schaffen. Also, warum lehnst du dich nicht einfach zurück und streichelst stattdessen ein paar possierliche Streifenzobel? Warum? Weil... Verdammt, er hat einfach die besseren Argumente. Okay, das heißt, wir können weiter nicht mehr mit ihm reden. So, wenn ich jetzt hier diesen Wolpertinger Generator nutze... Heißt doch bestimmt, ich kann doch irgendeinen Scheiß machen. Schon. Ich muss mit dem Ältestenrat reden. Dann musst du bis nächste Woche warten. Oder 10.000 Spaßpunkte sammeln. Und bis es soweit ist, findest du mich hier. Bei meinen putzigen Freunden, den Streichelzoo-Streifenzobeln. So, na dann. Können wir hier nichts machen? Datasettenschlitz? Man steckt keine Sachen in Datasettenschlitze. Eine weitere Lektion, die man mir nicht nochmal auf die harte Tour beizubringen braucht. Man steckt keine... Okay, wir müssen also hier ein Tierchen herstellen, das dann irgendwie wahrscheinlich ganz hässlich oder ganz niedlich wird. Gehen wir mal in den nächsten Bereich.
Wo sind wir? Da sind wir. Wir gehen mal kurz zurück zum Streichelzoo. Und was hätten wir auf der Seite? Ah ne, eine Seite ist das Paar. Und der nächste Älteste, ich sehe den doch. Troy. Troy. Also, wir könnten mit ihm. Guck erstmal, was wir hier hätten. Wir hätten hier die Bar. Wenn nichts machen. Wurst. Wurst sings Wurst. Okay, naja, ganz ehrlich. Wenn wir schon mit dem Ältesten hier quatschen können. Wurst things Wurst. Der Automat für Ihr persönliches Worst-Case-Szenario. Achtung, Knochen und Zähne werden nicht automatisch entfernt. Klingt ja nicht so begeisterungsvoll. Aber warum gibt's das Ding jetzt hier? Kann ich da was reinmachen? Das wollte ich eigentlich woanders verwursten. Schade, das ist zu groß, um es einzuwursten. Schade, das ist zu groß, um es einzuwursten. Okay. Wir haben einen Drink. Das wollte ich eigentlich wo. Okay, und die Bälle? Schade, das ist zu groß, um es ein. Wieso ist das so groß? Ganz ehrlich, ja Gott. Hallo, ältester Troy. Troy. Ob das einer dieser Ältesten ist? Alt ist er jedenfalls schon mal. Bist du einer von den Ältesten? Ich bin nicht im Dienst, wenn du das meinst. Aber es ist ein Notfall. Unsinn. Auf Elysium gibt es keine Notfälle. Wir haben eine Maschine, die alle Probleme verhindert. Sie heißt Computer. Oh mein, echt jetzt? Aber. Nichts aber. Der Ältestenrat trifft sich in einer Woche wieder. Es sei denn, jemand gewinnt vorher 10.000 Spaßpunkte. Aber. Nichts aber. Der Ältestenrat trifft sich in einer Woche wieder. Es sei denn, jemand. Okay. Egal was kommt, wir brauchen diese scheiß 10.000 Spaßpunkte. Bin übrigens hier drin. Ich sehe auch sonst irgendwie keinen Hut oder sowas, der hier noch rumliegt, den wir vielleicht mal mitnehmen könnten. Ich sehe schon, komm, Rufus schafft es, dass hier irgendwie wieder eine Katastrophe am Laufen ist. Letztendlich und wir dann ordentlich auf den Sack kriegen. So. Da gibt es eine Cocktail. Oh, eine Cocktailbar. Der älteste. Und. Uno, dos, tres. Un, deux, trois, quatre. So gibt es noch mehr. Bald ist die rosafarbene Stampede komplett. Bist du einer von den Ältesten? Vor allem bin ich gerade beschäftigt. Also, verzieh dich. Bist du einer von... Vor allem also... Warte mal. Die sind zwar wachsig, aber doch lange nicht wachsig genug. Okay, wir müssen die ja so wachsig kriegen, damit wir wahrscheinlich seinen Rücken einwachsen können. Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. So, also zur Sauna kommen wir nicht. Wenn ich aber jetzt nochmal mit der Leselampe richtig wachsig nochmal mache. Bilde ich mir das ein oder bilde ich mir das Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel! Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen! Außer einem Verwaltungssystem, das sich durch ein bisschen Fackelaki beschleunigen lässt. Okay, kriegen wir also so nicht hin. Kriegen wir die nochmal wachsiger? Bilde ich mir. Also, sie sind jetzt schön wachsig. Jetzt gehen wir zurück zur Schildarbeitszone. Gehen zurück zum Spar und versuchen nochmal da drauf. Aber wahrscheinlich sagt er wieder, die sind nicht wachsig genug. Die sind zwar wachsig, aber. Sind zwar wachsig, aber dann wachsig genug.
Und es gibt auf jeden Fall hier eine Cocktailbar. So. Als Jules ist es vielleicht. Bleib mir mit deinem Firlefanz vom Leib. Ich bin nicht im Dienst. Kriegen wir gleich mal raus, du, ob du hier nicht im Dienst bist. Was ist das? Och, nur ein kleines Präsent. Eine Hand wäscht die andere. Wenn du schrittweise verstehst. Dann muss ich passen. Ich habe vorhin meine Hände eingefettet, damit das Streicheln leichter von der Hand geht. Inspektor Gizmo hat den Kuwak auch überall rote Lampen installiert. Aber bei denen muss man erst Hitze erzeugen. Vorher gehen die nicht an. Ah, okay. Da die Plastikbrille drüber. Als ihm der Sapsch geschmolzener Vergnüglichkeiten durch die Finger ran, musste er sich unwillkürlich fragen, ist das die Ironie des Schicksals oder nur ein weiterer Nebeneffekt eingeatmeter Plastikdämpfe? Als ihm der Sapsch geschmolzener... Ja, komm, das brauchen wir nicht nochmal. So. Freien Blase, sagst du jetzt nochmal was zu dem Helm? Schau mal, was ich hier habe. Was auch immer es ist, es muss warten. Ich bin momentan nämlich nicht im Dienst. Sag bloß. Und ich, Trottel, wundere mich, warum ich kein Blaulicht sehe. Warte mal, können wir damit vielleicht jetzt ansonsten noch rot färben? Ich kann es auch mal versuchen. Dafür brauche ich... Und... Das war ein schön, aber in Umzug kommt. Genau, dich brauchen wir nämlich. Und jetzt... Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Da ist noch... Leider... Okay, dann halt nicht. Liegt das was aber, das unter das Rotlicht zu packen? Und rot wird? Ich kenne nur eine Methode, um Zähne zu bräunen. Dafür benötige ich Wenzels Zahnbürste. Gut. So, jetzt aber. Oh, 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 das wird lustig. Bitteschön. Entharin. Ich störe ihn lieber nicht bei der Arbeit. Ich störe ihn. Warum denn nicht? Das ist doch zum Mäusemelken. Bist du einer von den Ältesten? Vor allem bin ich gerade beschäftigt. Also, verzieh dich. Dann gucke ich mir nur noch mal schnell den Habitatring an, bevor wir hier in der Cocktailbar weitergehen. Ah, okay. Warte mal, gehen wir dann. Das war Goal. Kann man euch eigentlich was geben? Hier, Echsenhaut. Wie wär's mit Echsenhautvorhängen? Nein, solche hatten wir in unserer alten Wohnung. Sie werden einfach zu schnell ledrig. Und sie stinken mit der Zeit. Verstehe. Aus demselben Grund haben wir Tonis Oma in ein Heim gegeben. Schade, hätte ja klappen können. Und Monsterfußpantoffeln? Wie wär's mit Monsterfußgardinen? Nein, das wäre zu gruselig. Wir wollen doch ganz viele Kinder haben. Ganz viele kleine Henners und Tenners. Okay. Das ist gruselig. Ulysses? Nein, danke. Alles, was wir brauchen, ist unsere Liebe. Und vielleicht noch ein paar Stoffmuster, damit dieser Moment ewig dauert. Ach, Gehen wir denn aber ein Stoffmuster her? Plastikschmelz? Wie wär's mit bunten Plastikvorhängen? Nicht übel. Die lassen sich super abwaschen. Andererseits wirkt Plastik immer so billig. Findet ihr? Ich hatte jahrelang Bettwäsche aus dem Zeug. Können wir nichts machen, aber die Frage ist dann, ging das sonst was? Können wir noch bei Ulysses dann was machen? So, hier. Ich meine, wir haben noch die Bilder. Den Flügel. Na gut, Freunde, ich würde mal sagen, dann gehen wir raus und sehen uns in der nächsten Folge bei der Cocktailbar wieder, in der Hoffnung, dass wir dann da irgendwie dafür sorgen können, dass wir einen roten White Key machen können, also den White Key zum roten Key.
dass er dann hier vielleicht Strom ausschalten, keine Ahnung. Und ja, ich sag einfach nur noch ciao, ciao und schaltet wieder ein. Was? Oh nein, sind wir wieder hier. Scheiße. Warte mal. Das wollte ich eigentlich woanders verwursten. Zappt nicht? Okay, da muss ich mir doch nochmal was überlegen. Oh, da gibt's eine Klappe. Gar nicht erst gesehen. Hehe. Dann sind wir doch noch nicht am Ende einer Folge. Gucken wir noch schnell in die Klappe rein. Wieder ein Datasetzen. Alles hier erinnert mich an Goal. Dabei habe ich sie ja streng genommen noch gar nicht kennengelernt. Alles hier erinnert. Kann ich da jetzt noch mal sowas reinschmecken? Man steckt keine Seine weiter. So, ein magischer Zylinder. Super. Gut. Muss ich mir fürs nächste Mal überlegen, wo wir hingehen können. Denn hier mehr gibt's ja eigentlich nicht. Wir haben zwei Klappen gehabt. Datasettenschlitz. Ich guck nochmal, ob es hier irgendwo Datasettenschlitz-Klappe gab. Ach, dieses ganze Sauna, da können wir nichts machen. Hilfbar, Speicherzimmer. Nee. Nichts dergleichen. Schade. Ja gut, muss ich mir nochmal Gedanken machen. Bis nächste Mal. Speicherzimmer, Fahrstuhl und dann Bonnie zur Hanson wahrscheinlich. Ältes Wort. Das ist eine Schleuse. Gut, dass wir Schleuse nochmal mit McChronicle quatschen. Ciao, ciao.